Zwei, drei, vier. Mo Entertainment. Wir sind da, wenn es brennt. Mo Entertainment. Mo Entertainment. Ihr seid mehr als nur. Oh, Lea, du hast eine richtig gute Stimme reingebracht. Das hast du voll rausgemacht. Mo Entertainment. Von Jojo und Lob bekommen, Leute. Das schreibe ich mir jetzt Tagebuch. Das war schlecht, Lea. Ein Krimi. Okay, seid ihr bereit? Also, lass uns was hörspielen. In 3, 2, 1, los geht's. Sie nannten ihn den Gesichtslosen. Drei Morde hatte er schon auf der Kappe. Dreimal hatte die Polizei ein Verhandlungsfoto an die Presse weitergegeben, welches gezeichnet wurde. Ein Gesicht war auf jedem Verhandlungsfoto zu sehen, und jedes Gesicht war komplett ein anderes. Die Mordmotive waren immer die gleichen. Nur das Gesicht war jedes Mal ein anderes. Der Gesichtslose. Jetzt saß er am Beckenrand, ließ die Füße ins Wasser baumeln und blickte sich umher. Ihm gefiel es, dass er in der Presse als der Gesichtslose betitelt wurde. Er mochte es, an Orten zu sein, wo so viele Menschen waren, dass am Ende niemand mehr sich an sein Gesicht erinnern würde. Plötzlich tippte ihm jemand auf die Schulter. Er blickte sich um. Es war eine Frau. Sie war Mitte 30. Sie sah sehr gut aus. Er mochte, dass sie ihre Haare mit einer einzigen Spange zur Seite gerückt hatte. Ihm gefielen auch die Sommersprossen. Und der schwarze Badeanzug. Sie musste 1,75, maximal 1,80 groß sein. Eine große Frau. Sie bewegte ihren Mund und sagte etwas, aber er war nur auf ihre Schultern fokussiert. Sie hingen etwas zu tief herab. Was machte sie wohl arbeiten? Irgendeinen Bürojob. Vielleicht, ja, es musste am Laptop oder am Computer sein. Ganz schlaff waren diese Schultern. Aber diese Schultern passten nicht zu ihren Augen, denn die Augen waren voller Glanz. Ein bisschen Abenteuer. Aber ihre Schultern waren, na, lustlos und... Es regte ihn fast auf, diese Schultern. Es machte ihn immer aggressiver. Sein Gesicht verfinsterte sich. Die Frau bewegte immer noch ihren Mund. Plötzlich drangen Wörter dieser Frau an sein Ohr. Was sagte sie? Er hörte es aus der Ferne. Marion war nun den fünften Tag in Folge im Schwimmbad und suchte nach ihm. Nach dem Gesichtlosen. Es war nicht ihr erster Fall, aber es war mit Sicherheit der Fall, der ihr am meisten abverlangte. Die vielen Menschen, die ihm bereits zum Opfer gefallen waren,
Es war schrecklich. Und doch konnte sie ihn nicht finden. Seit mehreren Tagen verbrachte sie viele Stunden im Schwimmbad, um ihn auszumachen, ihn irgendwie zu finden. Da war ein Mann, der saß am Beckenrand. Er baumelte mit den Füßen im Wasser. Marion war sich nicht sicher, ob sie ihn nicht schon einmal irgendwo gesehen hatte. Er war etwa Mitte 30, hatte schulterlanges Haar und saß da und wirkte irgendwie traurig und einsam. Könnte er es sein? Doch Marion wollte nicht jeden Menschen, der hier im Schwimmbad einfach seine Freizeit verbrachte, gleich zum Mörder erklären. Also setzte sie sich auf eine der Liegen und beobachtete weiter alle Menschen, die dort durchs Schwimmbad liefen. Entschuldigung, Sie sitzen auf meinem Handtuch. Entschuldigung. Hallo. Könnte ich bitte mein Handtuch wieder haben? Ja, ach so, ich dachte, es wäre mein Handtuch. Entschuldigung. Ja. Kurz, stopp. Also, pass auf, ich merke schon, du weißt nicht mehr ganz, wo ich jetzt gerade war, ne? Also, ich als Kommissarin habe mich jetzt irgendwo hingesetzt und die Frau, mit der du geendet hast, dass sie dich anspricht, das war jetzt eine andere. Und das hätte die Kommissarin quasi jetzt beobachtet, wie du mit dieser Frau sprichst. Okay. Am Anfang aber auch sehr drin, muss ich wirklich sagen. Das war richtig emotional. Ja, find, du, der arme Gesichtslose, auch, dachte ich. Ja, Leon hatte gerade voll den guten Flow so zu erzählen. Das kam wie aus einem Guss, als hättest du es vorbereitet. Es wird langsam. Langsam kommen wir zusammen. Dann würde ich mal sagen, sind wir jetzt gleich wieder am Beckenrand dieses Schwimmbads. Viel Spaß. Die letzten Tage hat er viel Zeit in seiner Kammer verbracht. Er musste an die Zeitungen denken, die er sich an die Wand gehängt hat, und musste lachen über die Bilder, die sie von ihm angefertigt hatten. Mal stimmte das Maß der Ohren. Mal war die Nase ziemlich genau getroffen. Mal waren es die Augen, die exakt stimmten. Aber niemals stimmte alles. Die Frau in dem schwarzen Badeanzug erzählte ihm etwas davon, dass sie ihn schon einmal gesehen hatte. Er nickte nur und setzte ein Lächeln auf. Er sagte ja und stimmt und vielleicht. Aber er sagte es scheinbar zu leise. Denn die Frau wandte sich ab und ging. Der Mann ohne Gesicht blickte ihr nach. Sollte er ihr hinterhergehen? Ja, er sollte ihr hinterhergehen. Diese Schultern. Diese verfluchten Schultern, was diese Frau sich anmaßte, was diese Frau sich erlauben konnte, mit solchen Schultern ins Schwimmbad zu gehen. Es ist weh, wenn man mit einem gestreckten Mittelfinger durch einen Weihnachtsmarkt schlendert. Er musste es ihr sagen. Marion ging noch einmal die Fahndungsfotos durch, die selbstgezeichneten. Die gezeichneten Bilder und versuchte sich irgendwie einen Reim daraus zu machen. Wie konnte es sein, dass so viele Zeugen so unterschiedliche Phantombilder anfertigten? Sie versuchte all das, was sie auf den Bildern sah, in den Menschen um sie herum zu erkennen. Es gab keine Person, die man wirklich ganz sicher ausmachen konnte. Ist das hier auch Ihr Badetuch? Ihr Handtuch?
Entschuldigung? Ob das auch Ihr Handtuch ist? Ich saß eben auf Ihrem und ist... Das ist jetzt meins, oder? Oder? Oder wollen da Sie das auch noch haben? Ich bin mir nicht sicher. Vielleicht sollten wir da nochmal genau nachschauen. Wie viele Badehandtücher haben Sie denn mit ins Schwimmbad genommen? Also ich habe nur eins dabei, aber vielleicht... Ja? Ich habe auf dem Etikett... sticke ich immer meine Initialen ein. Wie sind denn Ihre Initialien? J.A. Für... Julia. Julia? Julia? Amthor. Haha, das war einfacher, als ich dachte. Na gut, Julia Amthor. Bis dann. Tschüss. Marion blickte auf und beobachtete den Mann und die Frau, die sich unterhielten. Er schien also nicht allein zu sein. Sie legte die Phantombilder wieder in ihre Tasche und ging in die Sauna. Bisher saß sie immer nur am Beckenrand und beobachtete das Treiben im Wasser. Doch vielleicht war die Sauna der bessere Ort, um etwas herauszufinden. Der Gesichtslose setzte sich auf die unterste Stufe der Sauna. Die Frau im schwarzen Bademantel lag schon da. Sie war entkleidet. Hatte sie ihn schon bemerkt? Die Schultern lagen wie zwei Kartoffelsäcke auf dem hell glänzenden Holz der Sauna. Nichts anderes an der Frau interessierte ihn, nur diese Schultern. Niemand sonst war in der Sauna. Er musste es tun. Er musste es jetzt tun. Er musste es schnell tun. Er holte tief Luft und erhob seine Stimme. Entschuldigen Sie. Oh, Sie schon wieder. Darf ich Sie fragen, was Sie beruflich machen? Ich arbeite in einem kleinen Startup. Er wusste es. In einem Start-up. Und als nächstes würde sie ihm sagen, dass sie fast den ganzen Tag nur am Laptop sitzt und irgendwelche Daten in dieses Ding eingibt. Ich sitze den ganzen Tag am Laptop und gebe irgendwelche Daten in dieses Ding ein. Es ist wirklich, eigentlich ist es ziemlich langweilig. Er lachte. Dabei merkte er, dass er keine Ahnung hatte, wie man überhaupt richtig lachte. Ja, das kenne ich. Wollen Sie wissen, was ich arbeite? Was machen Sie denn? Ich bin Künstler. Künstler? Ja. Das heißt, aber da arbeitet man am Laptop? Nein, ich male. Ah, das klingt ja toll. Und wissen Sie, was ich male? Nein. Körper. Okay. Und wissen Sie, was mir aufgefallen ist? Mhm, was denn? Dass Sie einen sehr interessanten Körper haben. Interessant, na, das nenne ich mal ein Kompliment. Ja. Wo wohnen Sie? Bitte? Wo kommen Sie her? Ach so. Gebürtig bin ich aus Bielefeld, aber ich lebe schon länger in Berlin. Er wusste, dass sie ihn anlog. Und Sie? Ich wohne... an der Osthälfte. Ah, hinten bei der Kirche. Ja. Verstehe. Ich habe keinen weiten Weg hierhin. Und sagen Sie, kennen Sie das Café... Darf ich Sie malen? Bitte? Ob ich Sie malen darf? Naja, ich wollte Sie ehrlich gesagt erst mal fragen, ob wir nicht einen Kaffee trinken wollen, aber... Sie können einfach Nein sagen. Vielleicht? Was heißt vielleicht? Dass ich mir noch nicht ganz sicher bin, also vielleicht lernen wir uns erstmal kennen. Er wusste nichts mit dieser Antwort anzufangen. Jetzt war er besessen. Er brauchte
die Schultern. Er brauchte sie in seiner Sammlung. Sie erzählten mehr über die Gesellschaft als tausende von Büchern, als alles, was er je in irgendwelchen Dokumentationen gesehen oder gelesen hatte. Diese Schultern waren ein Denkmal, das die Menschheit an sich selbst gesetzt hat. Was halten Sie denn davon, wenn wir jetzt gleich einfach hier um die Ecke vom Schwimmbad ist ein kleines Café, da können wir uns ja reinsetzen und dann überlege ich's mir. Was halten Sie davon, wenn ich Sie hier auf der Stelle male? Haben Sie denn alles dabei, was Sie dafür brauchen? Geben Sie mir eine Minute. Okay. Er sah in ihren aufgeregten Augen, dass sie es ernst meinte. Sie würde ihm diese Minute geben. Er ging los, nahm sein Handtuch, schlung es um die Hüfte und ging zu seinem Spind. Er holte einen einfachen Bleistift und einen DIN A5 Block raus. Dann schloss er ihn wieder auf. Dann schloss er ihn wieder zu und ging zurück in die Sauna. Aber da stand jemand vor der Sauna. Marion hatte sich gerade frisch abgeduscht. Die kühle Dusche tat gut. Sie hängte ihren Mantel an den Haken, wischte die Schlappen von den Füßen und betrat die Sauna. Verdammt! Es waren zwei in der Sauna. Normalerweise ist diese Sauna leer, vor allem Donnerstagmorgens um 12. Kein Mensch war um diese Zeit in der Sauna. Er ging in die Sauna rein und tat so, als wäre alles normal. Marion nahm eine komische Spannung wahr zwischen den beiden, als wäre sie gerade in ein Gespräch hineingeplatzt oder als hätten die beiden hier ganz andere Dinge getan, bevor sie eintrat. Sie setzte sich in die hinterste Ecke der Sauna und tat so, als würde sie das alles, was dort passierte, überhaupt nichts angehen. Dann geschah etwas, das den Gesichtslosen noch wütender machte. Leon, sei nicht so kritisch mit dir. Leute, Skifter, Skifter. Das letzte Kommentar, was ich hier lese, ist Skifter. Ja, ich fand, ich hab's diesmal auch mehr gespürt, auf jeden Fall. Ich war sehr dran und ich glaube, das ist jetzt der Maßstab und da machen wir jetzt erstmal weiter, oder? Es brodelte in ihm. Wie konnte sie es wagen? Wie konnte sie es wagen, da oben zu sitzen? Wie eine Königin mit Schultern wie Kartoffelsäcke. Und sich jetzt vor der Frau, die ihr gegenüber saß, zu benehmen wie ein Schulkind aus der 12. Klasse, das gerade ihr erstes Date hatte und dabei erwischt wurde. Das dachte sie sich. Wie unangenehm und peinlich. Er fokussierte sie mit seinem Blick. Aber sie sah so aus, als hätten sie sich nicht gekannt. Als wären sie sich nie begegnet. Als ob es nicht greifbar wäre. Marion saß in ihrer Ecke und spürte förmlich, wie die Luft in der Sauna brodelte. Irgendetwas hier war eigenartig. Irgendetwas ging hier vor. Also, können wir beginnen? Also die Frau da vorne. Was ist mit der Frau da vorne? Naja, also, ist das nicht ein wenig komisch, wenn wir jetzt hier... Ja. Und er sog es auf. Denn Angst beschlich sie. Ihre Sommersprossen glühten. Er sagte nichts. Und sie wurde noch röter, wie unangenehm ihr diese Situation war. Marion beobachtete die beiden. Sie blinzelte ganz leicht, sodass die beiden nicht sehen konnten, dass sie beobachtete. Er hatte ein Blatt Papier und einen Stift bei sich. Sie saß da und wirkte so, als wäre ihr die Situation unangenehm. Sie schaute immer wieder zu Marion hinüber,
doch schien scheinbar damit zufrieden, weil sie dachte, Marion würde sie nicht beobachten, und setzte sich auf. Er fing sofort bei den Schultern an. Diese Schultern, die keine richtigen Übergänge hatten, als ob die Knochen nach innen in den Brustkorb gedrückt waren. Diese Schultern mussten gemalt werden. Sie mussten gezeigt werden. Sie mussten dieser Welt gezeigt werden. Wer erlaubt sich, solche Schultern zu haben? Und ja, diese andere Frau, er wusste ganz genau, dass diese andere Frau ihn beobachtete. Er malte weiter und blickte dabei die andere Frau an. Sie dachte wohl, er bemerkte es nicht, aber sie beobachtete ihn. Wie gut würde es ihr stehen, wenn sie eine Glatze hätte, ob sie das wusste. Er sprach sie an. Entschuldigen Sie? Ja, bitte. Hätten Sie was dagegen, noch einen Aufguss zu machen? Der Eimer, der steht direkt neben Ihnen. Okay. Marion nahm den Eimer, die kleine Kelle, und machte einen Aufguss. Eine taffe Frau, dachte der Gesichtslose. Sie fragte sich, warum er sie dazu aufforderte, es zu tun. Als würde er ihr Befehle erteilen, als wäre er Herr der Lage, als hätte er hier alles im Griff. Dieser Typ war eigenartig. Sie genierte sich. Kein bisschen aufzustehen und ihren ganzen nackten Körper zur Schau zu stellen, einem ihr fremden Mann. Sie war definitiv kein 12-jähriges Mädchen. Sie benahm sich nicht so. Er malte die andere Frau weiter, so als wäre nichts gewesen. Aber er wusste, dass er aufpassen musste. Diese andere Frau war gefährlich. Er wusste noch nicht, in welcher Art und Weise. Übrigens eine interessante Art und Weise, sich in der Sauna zu entspannen. Eine Zeichnung anzufertigen. Sie beide kennen sich schon länger? Ja. Wir kennen uns länger. Naja, also um ehrlich zu sein, kennen wir uns erst seit, wie viel? 15 Minuten, 20 Minuten. Er saß auf meinem Handtuch und dann habe ich ihn kurz angesprochen und dann... Naja, ging es hin und her und dann hat er mir irgendwann erzählt, dass er Künstler ist und dass er gerne malt und diese Frau redete ohne Punkt und Komma. Courage, dachte er. Sie war nicht auf seinen Zug aufgesprungen. Sie war einfach so langweilig. Aber diese Schultern. Gleich war er fertig. Es fehlte nur noch der Übergang zu den Armen, dann waren die Schultern gemalt und der Hals, der war nur mäßig interessant, weil er so kurz und zu dünn war. Nur die Schultern mussten gemalt werden, dann hatte er alles. Das ist eine tolle Linienführung. Sie verstehen sich? Ja, ich habe selbst einmal Kunst angefangen zu studieren und dann haben meine Eltern gesagt, das ist ja brotlose Kunst. Naja, und dann habe ich eben was anderes gemacht. Aber es ist interessant. Machen Sie das öfter in der Sauna? Ihn traf es wie ein Schlag. Er wusste nicht, was zu tun ist. Er musste handeln. Jetzt. Es blieb ihm nichts anderes übrig. Er nahm den Stift und mit einem heftigen Ruck ließ er den Stift in die Kehle der da unten sitzenden Frau rammen. Das Blut spritzte in der ganzen Sauna umher. Er hörte nicht, wie die andere Frau, die er gerade gemalt hatte, laut schrie. Er hörte nur, wie der Stift tief in die Kehle der anderen Frau eindrang und das Blut spritzte auf die heißen Steine der Sauna und sie fiel um. Sie gurgelte noch und war tot. Er nahm sein Papier, ging aus der Sauna und rannte zu seinem Spind. Er nahm all sein Zeug und er wusste, dass es bald vorbei sein würde. Ihm war klar, dass er eine Kommissarin umgebracht hatte. Ihm war klar, dass er es viel zu spät gemerkt hatte. Diese Schultern haben ihm alles gekostet. Ob er sich stellen sollte? Nein, sie sollten ihn finden. Wenn diese Frau, die da gerade ausblutete, würde dies nicht überleben.
Aber sie wäre die einzige gewesen, die ein richtiges Bild von seinem Gesicht hätte malen können. Die andere Frau würde noch 50 bis 80 Minuten da in der Sauna sitzen. Der Schock in ihrem Körper würde nicht zulassen, dass sie laufen oder so laut schreien könnte, dass sie jemand hört. Wenn sie Glück hat, wird vielleicht ein Bademeister vorbeikommen. Aber sie wird sein Gesicht ganz sicher nicht malen können. Er packte sein Zeug zusammen, ging auf die Straße und lief zu seinem Haus. Stopp! Okay, sie wurde wirklich umgebracht. Sie wurde wirklich umgebracht. Ich wollte mich noch wehren, aber er hat dann schon gesagt, ich war tot. Und dann habe ich gedacht, ich erstehe jetzt nicht nochmal auf von den Toten. Der Tod kam überraschend, oh mein Gott. Ja. Ey, aber Leute, kommt, Alter. Was? Ich weiß es nicht. Also. Wir kommen langsam. Das sagst du jedes Mal. Jojo. You tell me you're in love with me. Like you can take your pretty eyes away from me. It's not that I don't wanna stay. But every time you come too close, I move away. I wanna believe in everything that you say. 'Cause it sounds so good. But if you really want me, move slow. There's things about me you just have to know. Sometimes I run. Sometimes I hide. Sometimes I'm scared of you. But all I really want is to hold you tight. I treat you right. I be with you day and night. Baby, all I need is time. Entertainment.